Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann Wadephul. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dieses ist die erste verteidigungspolitische, außenpolitische Debatte nach der Vereidigung des neuen Verteidigungsministers, der sich in dieser genau zu dieser Zeit mit dem amerikanischen Verteidigungsminister trifft, deswegen nicht hier sein kann. Ich will die Gelegenheit nutzen, für die CDU-CSU-Fraktion zunächst bei allen Differenzen, die wir hatten, Christine Lambrecht danken für das parlamentarische Miteinander. Sie hat lange diesem Haus angehört und wertvolle Arbeit für unser demokratisches Gemeinwesen geleistet. Und ich möchte vom ersten Tag an sagen, das ist jetzt unser Verteidigungsminister. Die CDU-CSU-Fraktion unterstützt Boris Pistorius in seiner Amtsführung vollständig. Wir wollen, dass er Erfolg hat. Europa ist im Krieg, darüber diskutieren wir jetzt miteinander. Und wir wollen, dass die Bundeswehr in einen Zustand versetzt wird, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann. Die Soldatinnen und Soldaten sollen wissen, der Deutsche Bundestag, jedenfalls die demokratische Mitte, steht hinter ihrem Auftrag und damit auch hinter der Aufgabe und dem Auftrag, den Boris Pistorius hat. CDU-CSU-Fraktion wünschen ihm Glück, Erfolg und Gottes Segen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Jahrestag des schrecklichen Überfalls Russlands auf die Ukraine jährt sich. Der Deutsche Bundestag hat diesem Überfall schon in mehreren Debatten und auch Beschlüssen Rechnung getragen. Die erste Zusammenkunft dazu war, ehrlich gesagt, die bedeutendste, die Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende. Aber auch der Bundestag insgesamt hat nach harter Debatte schon im letzten Frühjahr beschlossen, dass schwere Waffen zur Unterstützung der Ukraine geliefert werden sollen. Die schwere Waffe schlechthin sind Panzer. Bis zum heutigen Tage steht dieses Waffensystem der Ukraine jedenfalls aus deutschen Beständen oder mit deutscher Zustimmung nicht zur Verfügung. Wir halten das für einen Fehler. Russland bereitet sich auf eine weitere Großoffensive vor. Wir haben gerade jetzt im Bereich Bakhmut und Soledar wieder schreckliche Kampfhandlungen gesehen. Und deswegen sagen wir, es ist jetzt die Zeit, die Ukraine wirkungsvoll zu unterstützen. Es ist jetzt die Zeit, dass Deutschland endlich grünes Licht für die Lieferung von Kampfpanzern gibt. Es muss jetzt erfolgen, weil die Frühjahrsoffensive bevorsteht. Es muss technisch vorbereitet werden. Es muss ein Training der Soldaten geben. Es muss eine Logistikkette aufgebaut werden. Und die praktischen Möglichkeiten dazu sind vorhanden. In deutschen Beständen, Industriebeständen, noch nicht einmal Bundeswehrbeständen, gibt es fast 200 Leopard 1 Panzer, die sofort zur Verfügung gestellt werden könnten. Der Kollege Faber von der FDP hat sich einen großen Bestand schon im letzten Jahr angesehen. Das ist sofort machbar, ohne Schwächung der Bundeswehr, ohne Inanspruchnahme von unseren Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, und das ist lange und mehrfach vorgeschlagen worden, auch vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, auch von anderen, einen Pool derjenigen Leo-2-Nationen in Europa zu bilden, die bereit sind zu liefern. Finnland und Polen wollen liefern. Es scheitert alles an Deutschland. Und deswegen sage ich, wenn der Kanzler sagt, wir wollen keinen Alleingang, die Weigerung des Bundeskanzlers und die Nichtlieferung Deutschlands ist ein Alleingang, der falsch ist, der unverantwortlich ist und der die Ukraine in einer entscheidenden Situation im Stich lässt, meine lieben Kollegen und Kollegen. Das sieht der amerikanische Kongress nicht anders. Die amerikanische Regierung hat schon, Herr Kollege Weingarten, im letzten Jahr und in diesen Tagen noch einmal wiederholt betont, es ist eine nationale Entscheidung, was geliefert wird. Heute hat die Administration in Washington noch einmal betont, dass die Nichtlieferung des Abrams allein technische Gründe hat. Das ist ein ganz Entschuldigung, Sie können ja gerne über die das ist genau das, was Verteidigungsminister Austin in diesen Minuten Herrn Pistorius erklärt. Das ist genau der Hintergrund, können Sie sich erkundigen und fragen, können Sie, das ist der alleinige Grund.
Die Vereinigten Staaten haben das an der Stelle mehrfach betont. Andere Nationen aus Europa wollen liefern. Spanien will liefern, Finnland will liefern, Polen will liefern. Allein an Deutschland scheitert es, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfindet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine Erwartung an das Treffen morgen, spätestens morgen, in Ramstein. Deutschland ist wieder der Getriebene. Deutschland liefert erst dann Schützenpanzer, wenn Frankreich es schon getan hat. Deutschland ist immer an zweiter Stelle. Deutschland ist der Bremsklotz und nicht der Beschleuniger, wenn es darum geht, der Ukraine zur Seite zu stellen. Und deswegen die Aufforderung an den Bundeskanzler und insbesondere in der sozialdemokratischen Fraktion muss man wohl noch Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt müssen wir vorangehen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und den bestraft an der Stelle leider nicht die Bundesregierung, sondern die Ukraine. Wir sind jetzt gefordert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das muss Deutschland leisten. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion.